finde die UND gut. Ihr seid auf der UND hier im Karree von Kernform und Fotowagen. Kernform ist eine Gruppe aus Berlin, die hat Skulpturen gemacht. Und die stellen sich gleich selber vor, was Kernform in Berlin macht. Es ist so, dass wir uns gefunden haben als Bildhauergruppe und zwar mit dem Tenor figürliche Plastik, also figürliche Bildhauerei. Und wir hatten eigentlich vom Grundkonzept her gesagt, dass es sich irgendwann dann ausweitet als Netz und es hat jetzt auch schon angefangen, deutschlandweit zusammenzuarbeiten. Das ist die Arbeit ein bisschen älter, ein paar Jahre. Die habe ich eigentlich gemacht für eine Ausstellung in Amnesty International. Das ist Thema Folter. Was mich auch abgesehen davon interessiert hat, eigentlich die Spannung zwischen einer Seite, die richtig gezogen ist und die weiter entspannt hängt. Ja. Also ich bin vertreten in der Schau mit drei Holzarbeiten und bei mir war das Thema sehr, sehr stark die Wächterfigur, also Figuren, die bewachen und in ihrer Strenge und in ihrer Ausdruckskraft eigentlich sehr, sehr stark mit Flächen arbeiten. Also ich komme sehr stark über die Flächen und über die, nenne ich jetzt mal, verlorene Zeichnung. Ich bezeichne die Figuren tatsächlich mit Tusche und einer Mischung aus Tusche und Holzbeize und nutze diese verlorenen Zeichnungen, um während des Prozesses dauerhaft immer mal wieder was zu verändern und dann zu entscheiden, wo die einzelnen Sachen hingehen. Also Fotowagen ist eine Initiative aus Karlsruhe. Die ist ja vertreten mit drei Leuten, dem Jörg Fortenbacher mit dem Wagen. Die Nana Keck hat hier ihre Bilder aufgenommen. Ist ein See, also einfach Wasseroberflächen und drüber Baryt-Papierabzüge, Handabzüge, die sie gemacht hat. Und ich selbst, mein Name Mari Seibel, ich habe hier Lochkamerabilder im Skiurlaub aufgenommen, auf der Skipiste. Und die Sachen haben wir gemacht und eben der Jörg die Sache im Wagen. Der Bauwagen ist zur Kamera umgebaut im Normalfall. Heute für die Ausstellung findet eine kleine Installation drin statt. Das sind Fotos, die werden als Dia projiziert und solange die belichtet wurden mit einer Lochkamera, Belichtungszeit sagen wir 2 Minuten, wurde der Ton gleichzeitig aufgenommen. Also das heißt, man hört eben den Ton an der Kreuzung in New York, wo die Fotos entstanden sind. Immer wechselnde Dias, die sind jetzt quasi drin präsentiert.